Viel hatte sich Boris Johnson für diesen Besuch vorgenommen. Beim Gespräch mit Angela Merkel auf dem Balkon des Kanzleramtes wirkt es fast, als feiere der britische Premier einen Erfolg. Dabei steht Johnson nach seinem Besuch in Berlin mit leeren Händen da. Er wollte das Austrittsabkommen mit der EU nochmal aufschnüren, für Merkel allerdings keine Option. Heute startet Johnson einen neuen Versuch bei Frankreichs Präsident Macron, doch auch dort macht man ihm keine Hoffnungen. Eine Neuverhandlung des EU-Austritts auf der Grundlage der britischen Vorschläge ist keine Option, so Macron am Abend in Paris. Johnson müsse seine Vorschläge erläutern. Der britische Premier will vor allem den sogenannten Backstop aus dem Vertrag streichen, die Sonderregelung an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört. Die Briten blieben quasi in einer Zollunion mit der EU verbunden, für Johnson eine Einschränkung der Souveränität. Er ermunterte die Kanzlerin, ihm entgegenzukommen, auf Deutsch und mit ihren eigenen Worten. Trotz des ernsten Themas, Merkel schmunzelt, ein harter Brexit muss nicht sein, sie hält eine Lösung immer noch für denkbar. Man hat gesagt, die finden wir wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren. Aber man kann sie vielleicht ja auch in den nächsten 30 Tagen finden. Warum nicht? Der Gesprächsfaden wird also zwischen beiden Ländern nicht abreißen. Allerdings stehen die Chancen für Boris Johnson weiter schlecht, dass der Brexit nach seinen Vorstellungen verläuft.